So, ich wollte euch jetzt mal zeigen, den wunderschönen Campingplatz, den wir hier haben. Wie das hier so aussieht. Pineside heißt der gute Platz hier. Und der ist einfach super süß angelegt. Überall so verschiedene Ecken mit Tischen und Stühlen. Hier haben wir gestern Abend Karten gespielt und mit einer Freundin telefoniert. Dann haben wir hier unser Zelt aufgebaut, wo man einen tollen Blick aufs Meer hat. Da unten die Badestelle, wo wir gestern schon im Wasser waren. Und hier haben wir jetzt gerade gefrühstückt. Uns gut unterhalten mit dem Besitzer. So, wir haben schon 10 Uhr, wir wollten heute eigentlich früh losfahren, waren aber erst etwas gemütlich unterwegs und dann mussten wir die GoPro suchen, weil die verloren gegangen ist. Wahrscheinlich hat irgendein Hund die vom Tisch geklaut. Naja, aber wie man sieht, ist sie wieder da, Gott sei Dank. Ja, und jetzt werden wir diesen wunderschönen Platz verlassen. Ich habe die Zeit hier sehr genossen, die 1,5 Tage, die wir hier hatten. Und dann geht es für uns weiter nach Saranda. Das ist eine der albanischen Inseln, davon hat uns der Zeltplatzbesitzer gestern erzählt, auf die Albaner sehr stolz sind. Da ist die Reiche noch bestimmt doppelt so groß. Ticke. Hallo. Sorry. Berg sich
kommt gleich Saranda. So, wir sind jetzt in Saranda. Doch nicht in Xamil. Das haben wir nicht geschafft. Oder ja, haben wir uns jetzt nicht mehr zugetraut, weil wir noch 270 Höhenmeter zwischendrin gehabt hätten. Und naja, so können wir hier Saranda noch ein bisschen anschauen. Ist auch schön. Jetzt ist eine Unterkunft gebucht. Wir haben gerade noch lecker Aperol Spritz getrunken, hier in dieser Rockbar hinter uns. Und jetzt gehen wir mal in die Unterkunft und werden nachher noch ein bisschen durch die Stadt ziehen. Nach 3000 Kilometern erreichen wir unser lang ersehntes Ziel Griechenland. Hier wollen wir den Winter verbringen. Leider sind uns ein paar Videos verloren gegangen, deshalb ein paar Fotos hier vom Grenzübergang. Alle voll mit Mandarinen und Apfelsinen! Und nicht mal andere Leute. Mitte durch, ja. Wir sind da. Alter. Kann man machen. Hallo. Wir schlafen heute hier, ist okay. Gut. Die Nudeln kochen schon. Heute mal mit Meereswasser gekocht, da wir kein oder nicht mehr viel Wasser, Süßwasser zum Trinken haben, haben wir uns gedacht, warum eigenes Salz ins Wasser reingeben, anstatt einfach salziges Meerwasser benutzen. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir werden nachher berichten. So, Geschmackstest. Ganz glaubig. Finde ich. Ui, schon grenzwertig, ja. Ganz schön salzig. Muss man nicht so ein bisschen mixen, ja. Gut. Dann wissen wir das fürs nächste Mal. Ich finde es trotzdem cool, dass wir es mal ausprobiert haben. So, nach 7,7 Kilometer, dann sind wir in, wie heißt Igo Meniza. Und dort ist dann auch die Post, wo unser Paket schon auf uns wartet. Mitunter einmal für den Toffer wieder eine neue Halterung hier für die Tasche. Aktuell ist ja noch das Provisorium dran. Und dann haben wir uns noch so ein Rucksackteil gegönnt.
dass dein Paket nicht mehr da ist. Dass es noch nie da war vielleicht. Wieso sollte es nicht da sein? Keine Ahnung, weil wir nicht in Deutschland, sondern in Griechenland sind. Satz mit X war wohl nix. Wir sind hier jetzt schon an der zweiten Poststelle, also an der Hauptpoststelle hier, Zentrale, weil die andere hatte kein Paket und wir sollten hierher gehen. Das Doofe ist, wir haben natürlich keine Nummer. Warum auch immer, müssen wir jetzt nochmal Rücksprache halten. Ach, siehst du, jetzt müssen wir ein ganzes Wochenende auszeigen. Ja. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich ist es einfach noch nicht da. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wir gucken mal, was wir jetzt machen, oder? Was müssen wir uns jetzt gucken? In der Zeit gucken wir, dass wir auch noch die Sendungsnummer rauskriegen. Weil dann könnten wir im Prinzip selber schauen, wo es ist. Naja. Zwangspause! Nachdem wir die Sendungsnummer von zu Hause zugeschickt bekommen haben, tracken wir unser Paket und finden heraus, dass dieses wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland sei. Nochmal jetzt? Sollte sie gefällt dir hier? Nochmal zur Bank fahren, zur Post fahren. Unsere Wut bei denen rauslassen. Nein. Einfach, keine Ahnung, die Sendungsnummer nochmal geben und fragen, warum das halt so gelaufen ist, damit wir wenigstens eine Erklärung haben. Und dann können wir weiterfahren, oder? Ja. Gut. Wup, wup, Paket ist da. Wir haben es nach langem Hin und Her doch noch gefunden. Also bei der einen Bank war es nicht. Dann haben wir die Sendungsnummer bei der Zentrale von der Bank irgendwie abgegeben. Und der hat dann rumtelefoniert. Dann hat er uns eine Nummer gegeben. Dann haben wir angerufen. Die hat gesagt, ja, das Paket ist woanders. Hier nochmal eine neue Sendungsnummer. Also ich glaube, egal, bei jeder unterschiedlichen Bank kriegst du dann eine neue Sendungsnummer, warum auch immer. Und dort hat sie mir dann noch eine Telefonnummer gegeben, die hat aber nicht funktioniert oder nicht gestimmt oder vielleicht hatte ich auch einen Fehler drin, hat sie nicht so gut verstanden. Aber die war ja Gott sei Dank gerade um die Ecke, dann bin ich einfach hingegangen und dann habe ich das Paket bekommen. Voll cool. So, jetzt werden wir nur noch hier ein bisschen was reparieren und auch gleich noch auspacken und diese Tasche dann noch reparieren. Und eventuell noch eine Postkarte schreiben. Mal schauen, wie weit wir dann heute noch kommen. Ich bin auf jeden Fall happy, dass das mit dem Paket jetzt doch noch geklappt hat. Manchmal ist es einfach nur deprimierend mit den Fachhändlern, irgendwas nachzubestellen. Jetzt war das erst ein bisschen ein Abfuck, das da reinzumachen, weil wir mussten die Tasche ja auch weiterhin transportieren. Das haben wir mit einem Seil gemacht. Die ist jetzt hier natürlich aufgerissen, das ist natürlich kacke. Dürfte aber an sich kein Problem sein, weil da ist drin nochmal eine Verstärkung und wenn wir das dran machen, dann wird das hier zugeschraubt. So, aber halt mit dem Riesenloch war es etwas schwieriger. Ich hätte vielleicht auch vorher schon gucken können, aber als sie dann zumindest an einer Seite schon angeschraubt war, habe ich festgestellt, ich komme ja gar nicht ans andere Loch ran. Das ist diese blöde Schiene einfach zu kurz. Wir hatten denselben Abfuck schon mit dem Zelt. Da ist uns zu Hause noch eine Stange gebrochen. Und dann haben wir versucht, eine neue Stange zu bestellen. Wir haben zwei oder drei Stangen zugeschickt bekommen, bis wir endlich die richtige Größe hatten. Nee, stimmt gar nicht.
Die haben wir ja gar nicht bekommen. Ja, immer noch nicht die richtige Größe. Wir haben dann angefangen, einfach eine Stange durchzusägen und uns das passend zu machen, weil der Laden von uns im Zelt es einfach nicht hinbekommen hat, uns die richtige Länge zu schicken. Obwohl wir den extra, wir haben das ausgemessen und den extra gesagt, so lang muss die Stange sein. Naja, sei es drum. Jetzt ist es halt so. Und dasselbe Problem haben wir jetzt hier mit dieser Tasche, keine Ahnung. Also ich war beim Bestellprozess nicht dabei, aber wir haben angegeben, was für eine Tasche wir gekauft haben. Ich denke mir so, wenn ich angebe, was für eine Tasche, was für ein Zelt, welche Seriennummer da wir gekauft haben, dann muss der Händler doch wissen, was für ein Ersatzteil ich schicken muss. Ach. Erster Abfuck mit dem Paket, bis wir das mal gefunden haben. Und jetzt das, also vielleicht ist es auch Nörgeln auf hohem Niveau, aber es ist schon anstrengend. Es könnte auch mal einfach irgendwas auf Anhieb funktionieren. Also die Schiene, die wir bekommen haben, die gibt es gar nicht. Es gibt nur kurze Schienen und lange Schienen. Und die Schiene, die wir bekommen haben, passt weder bei der großen noch bei der kleinen Tasche. Also die Schiene, die kurz und lang. Die gibt es nicht. Ich soll hier ein Foto schicken, jetzt gucken sie es an, nach Griechenland schicken können sie es nicht wahrscheinlich. Sie muss aber ihre Chefin fragen, die nicht da war. Super. Mit dem Rucksack ist Maria zufrieden, immerhin etwas. Meine Hose hat mir jetzt gar nicht angeguckt. Gucken, schauen wir mal, ob die passt. Ja, jetzt gehen wir was essen auf die Feier des Tages, weil heute der 11.11. ist. Hello in der Love, gehen wir noch ein Bier saufen. Und dann fahren wir vielleicht noch 3-4 Kilometer weg. Super Tag. Da ist der Sonnenuntergang jetzt drauf. Ja. Ist der Sonnenuntergang drauf, Leute, oder it? Da ist Sand. Und hier haben wir noch dieses Rucksackhalterung.